In Deutschland hat heute Nacht im Bundestag gestern auch der Bundesrat die Energiepreisbremse beschlossen. Und ich kann darüber jetzt mit Christoph Weber sprechen, Professor für Energiewirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Guten Abend, Herr Professor Weber. Guten Tag, Frau Weber. Nicht verwandt und nicht verschwägert, muss man immer dazu sagen. Der Energiepreisdeckel soll entlasten. Kann er das denn auch aus Ihrer Sicht? Also wir müssen ja unterscheiden zwischen dem EU-Preisdeckel und der in Deutschland jetzt beschlossenen Energiepreisbremse. In beiden Fällen gilt auf jeden Fall, Gas ist nach wie vor teurer, als es vor 2 Jahren war. Und das gleiche gilt beim Strom. Von daher ist es eher eine Begrenzung der Belastung für die Endkunden als eine wirkliche Entlastung. Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir als Endkunden komplett den hohen Marktpreisen ausgesetzt wären. Was bedeutet denn die beschlossene Energiepreisbremse für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland genau? Also bleiben wir mal beim Gas. Da ist ja vereinbart, dass 12 Cent pro Kilowattstunde die Obergrenze für den Preis ist. Das ist verglichen mit den Preisen von vor 2 Jahren, die lagen bei 6 bis 8 Cent, also immer noch knapp ein Anstieg um 100%. Und außerdem ist diese Bremse begrenzt auf 80% des bisherigen Verbrauchs. Warum? Weil die Anreize zum Sparen bleiben sollen. Wir haben einfach eine Knappheit dadurch, dass die Gaslieferungen aus Russland weitgehend eingestellt worden sind. Haben wir in Deutschland, in Europa, weltweit viel weniger Gas im Angebot. Dass sich das in höheren Preisen auf den Großhandelsmärkten niederschlägt, ist klar. Und speziell in diesem Winter und wahrscheinlich auch noch im nächsten wird es in Deutschland wirklich eng, wenn wir das bisherige Verbrauchsniveau weiterführen würden. Wie geht es denn weiter, wenn der Winter über Januar hinaus, so lang sollen die Vorräte ja sicher reichen, wenn also der Winter darüber hinaus streng bleibt? Stichwort der Chef der Bundesnetzagentur, der angemahnt hat, dass wir weiter sparen müssen. Ja, also entscheidend ist, wie kalt wird es insgesamt über den Winter. Die Fachleute reden da von den Heizgradtagen im Winter und wenn wir da einen sehr strengen Winter bekommen, dann wird es mit dem Gas knapp werden. Dann ist nicht auszuschließen, dass es tatsächlich noch zu einer Gasmangellage kommt und das wird sich eben jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Im Extremfall könnte es sogar so sein, dass wir jetzt soll es ja wieder wärmer werden, dass es dann auch noch im Januar relativ warm ist. Aber wenn dann Februar und März sehr kalt werden, dass wir uns im Januar noch in Sicherheit wiegen und hinterher doch noch ein böses Erwachen kommt. Deshalb gilt eigentlich unabhängig von den Temperaturen, wir müssen möglichst viel sparen. Und das fällt aber relativ gesehen immer schwerer, je kälter es ist. Wenn Sie haben ja den kommenden Winter angesprochen. Wie bereiten wir uns darauf vor? Denken Sie, dass die Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, ausreichen, Gas woanders her zu beschaffen, Norwegen, Katar und so weiter? Also ich denke, es wird auch im kommenden Winter schwierig werden. Das ist aber im Augenblick noch nicht verlässlich prognostizierbar. Wir haben auf jeden Fall dann für den Winter 23/24 die 4 bis 5 neuen LNG-Importterminals, die einsatzbereit sind. Dann ist die Frage, wird über diese LNG-Terminals tatsächlich in so viel Gas nach Deutschland zusätzlich reinkommen, wie es nach der Kapazität möglich ist. Das setzt voraus, dass man am Weltmarkt entsprechende Mengen kaufen kann. Aber selbst wenn die Terminals vollständig ausgelastet sind, dann werden die nicht komplett den Wegfall der russischen Lieferungen kompensieren können. Von daher muss auch von anderen Quellen über Pipelines weiter mehr Gas importiert werden und es werden auch im kommenden Winter Anstrengungen zur Gaseinsparung erforderlich sein. Vielen Dank, Professor Christoph Weber von der Uni Duisburg-Essen, für diese Einschätzungen. Gerne.